Jo, meine Freunde, willkommen bei einer neuen Sendung. Heute mit einem super wichtigen Thema, das mich schon seit Monaten und Jahren beschäftigt. Es geht darum, dass mich immer wieder Menschen anschreiben und die sehen natürlich, dass ich super viele Sachen teile und sehen, dass da auch viel passiert und Leute kommentieren und ja, dass ich einfach eine Reichweite habe. Und dann passiert ganz oft, dass Leute heute ein Problem haben und da halt das jetzt lösen wollen und Hilfe dafür brauchen. Und sich denken, naja, teil doch das jetzt einfach mal für mich. Haben jetzt zum Beispiel ein Crowdfunding gestartet, haben vorher nie Content produziert, suchen jetzt Reichweite und fragen, kannst du das für mich teilen? Wollen vielleicht auf Crowdfundings von anderen aufmerksam machen oder bestimmte Sachen, Spendenaktionen von Menschen, die ihnen wichtig sind und fragen, kannst du das jetzt teilen? Und manche Leute fragen einfach, das ist cool, weil dann weiß ich genau, was los ist. Manche fragen leider irgendwie ganz komisch und weiß man nicht genau, um was es geht. Und dann entstehen dann vielleicht auch irgendwie Diskussionen allein wegen der Frage schon. Und das ist für mich immer ein ganz, ganz großes Zeichen und ein Grund, warum ich immer ganz oft zu Leuten sage, wir müssen heute mit Dingen beginnen und anfangen, uns mit den Themen zu beschäftigen und sie nach außen zu tragen, die uns wichtig sind, um eben uns in diesem Bereich dann auch eine Stimme aufzubauen. Dass Menschen wissen, da gibt es einen Menschen, der teilt bestimmte Sachen, dem folge ich, weil es mich auch interessiert. Und irgendwann später sollte man ein Problem haben oder Hilfe brauchen für ein bestimmtes Problem oder irgendwie jemandem helfen wollen, dann hat man eben schon seine Reichweite aufgebaut. Das ist auch der Grund, warum ich immer zu ganz vielen Menschen gehe und sage, hey, lass doch irgendwas starten. Ich sehe doch, du sagst die ganze Zeit, du stresst dich wegen einem bestimmten Problem. Oder du möchtest deine Musik verkaufen, du möchtest, dass Menschen deine Produkte sehen, du möchtest, dass Menschen deine Arbeit mehr wertschätzen. Geh raus und teil's. Und ganz, ganz oft komme ich da an so einen Punkt, wo Menschen mir dann erklären, warum das da nichts für sie ist und dass sie zum Beispiel nicht vor der Kamera gern stehen oder dass sie nicht gern irgendwas machen und so. Cool. Aber das Ding ist, vor 5 Jahren ist mir das halt auch klar geworden, dass wir mit sowas starten wollen, wenn wir was lösen wollen, dass wir soziale Netzwerke besitzen, seit 15 Jahren, also etwas, was früher einfach nie möglich war. Wir konnten früher nicht kostenlos und lediglich mit unseren Nutzerdaten bezahlen, um dann uns eine Stimme aufzubauen. Das ist ein ganz, ganz eine neue Möglichkeit, wie wir, ohne was zu bezahlen, eine Message rausbringen können. Auf bestimmte Probleme aufmerksam machen können. Und deshalb begann ich damals eben mit meinen Projekten. Ich habe schon 2013 angefangen zu containern, 2016 habe ich meine Arbeit aufgegeben, habe angefangen eine Website zu machen, habe mehr darüber aufgeklärt, habe vor 3 Jahren, 2018, angefangen Müll zu sammeln in der Schweiz, habe das dann überall weitergemacht, war jetzt bestimmt schon irgendwie über 50 Cleanups unterwegs. Mittlerweile ist auch zum Beispiel Galileo auf das Containern aufgeworden, war auch schon mit mir Containern. Eckart von Hirschhausen wurde auf das Containern aufmerksam und hat dann das Bild mit meinem Skianzug in seinem neuesten Buch reingepackt. Und ja, ich merke jetzt nach 5 Jahren, nachdem ich natürlich die ganze Zeit irgendwie unterwegs war und meine Sachen nach außen packe, dass was passiert. Und dass was passieren kann, weil ich eben schon längst angefangen habe. Die Leute, die mir folgen, die wissen, womit ich mich beschäftige, die wissen, wo mein Fokus liegt. Und auch genauso wie mit der Aktion, dass ich mein Zuhause zum Beispiel aufgegeben habe vor 2 Jahren, habe ich ab dem Moment eben allen davon erzählt. Habe erzählt, was ich vorhabe, was ich momentan mache und was ich mir vorstelle, was als nächstes passieren könnte. Ne? Und so kläre ich die Menschen auch seit 2 Jahren darüber auf, wie meine Reise weitergeht, erzähle ihnen von den neuen Spots, wo ich hinkomme. Und manche Menschen wissen dann, okay, der Alex ist unterwegs und manche sehen auch was, wie auch Layered Pieces mir das Hotel empfohlen hat, wie auch jemand anders mir hier den Mesenhof empfohlen hat. Das geht aber nur, weil ich irgendwann in der Vergangenheit angefangen habe und in der Zukunft Menschen schon Bescheid wissen. Wir können nicht erwarten von anderen, dass die dann einfach unsere Sachen teilen und dann kriegen wir die Reichweite von denen. Und warum ist das eigentlich so? Naja, also die Leute, die mir folgen, wie wir es vorhin schon hatten, die wissen, der Alex beschäftigt sich mit Containern, der Alex beschäftigt sich mit Müllsammeln, mit irgendwie
neue Locations rausfinden, der ist immer unterwegs, der reist, der erlebt bestimmte Sachen. Und jetzt stellt euch mal vor, ich komme ganz oft und teile irgendwelche Sachen von Leuten, die nichts mit meinen Themen zu tun haben. Ich teile irgendein Crowdfunding-Projekt, ich teile irgendwas. Und die Leute kennen ja so ein bisschen meinen Stil von den letzten Jahren. Die wissen ja, dass irgendwas so, wie sieht es aus, wenn was aus dem Alex rauskommt und der Bock hat, das zu teilen? Oder wie sieht es aus, wenn er es einfach so teilt? Und das seht ihr ganz oft. Bestimmte Sachen, die man einfach so teilt, die gehen halt leer aus, weil die passen da nicht so in diese Timeline. Und die Menschen, die mir folgen, finden das nicht so interessant, weil das vielleicht auch gar nichts mit mir zu tun hat. Ne? Ein super wichtiges Thema, muss ich klar machen. Die Menschen, die uns folgen, folgen uns meistens wegen dem Thema in Kombination mit uns. Und die folgen uns, weil wir so sind, wie wir sind. Und nicht einfach nur wegen irgendwelchen Themen oder so. Viele Menschen tun vielleicht so, dass es immer nur ein Thema ist und dass die Person dahinter ja eigentlich egal ist, ist es nicht. Und deshalb finde ich es immer ein bisschen schade, wenn Leute mich dann anschreiben und auch kein Verständnis dafür mitbringen, dass bestimmte Sachen einfach nicht gehen. Ich für meinen Teil würde mich einfach freuen, wenn Menschen wissen, ich helfe denen super gern mit Content Creation, ich helfe denen gern mit Konzeptdesign, ich helfe ihnen gern, irgendwie neue Ideen zu finden und wie man die online rauspackt. Ich zeige jedem alles, ich kümmere mich auch Stunden um Leute und helfe gern jedem neuen Creator. Aber wenn wir jemanden eine Frage stellen und den um Hilfe bitten, dann sollten wir das immer machen mit der Gewissheit, dass der auch Nein sagen könnte. Wir sollten auch den zulassen, ein Nein sagen zu können. Und oft sind die Leute da auch okay mit. Aber ist mir jetzt auch öfters passiert, dass Leute dann auf einmal irgendwie total blöd werden. Oder sagen, hey, ich habe dir doch irgendwann mal früher geholfen. Warum hilfst du mir jetzt nicht? Ich habe doch nur gefragt, ob du einen Link teilen kannst. Und da tut es mir irgendwie wahnsinnig leid, weil ich kann das ja gar nicht erklären. Und während man dann irgendwie weg vom Thema ist und gar nicht durchgeben kann, warum das jetzt nicht geht, ist man schon eher in so einer ganz anderen Diskussion und die Person ist vielleicht beleidigt, weil sie sagt, der will mir ja gar nicht helfen. Deshalb, wenn euch irgendwas aufregt und ihr etwas ändern wollt auf der Welt, packt es an, fangt heute an und baut euch langsam eine Stimme auf für die Dinge, die euch stressen. Und ich freue mich auch natürlich sehr, sehr gern, etwas zu teilen, wenn ich weiß, das kann irgendwie einen Impact haben. Ich freue mich gerne auch auf Menschen aufmerksam zu machen. Auch wir sollten uns mal ganz kurz überlegen. Stellt euch mal vor, jeder kriegt Messages von anderen und muss die dann weiterleiten an seinen Freundeskreis. Wo würden wir landen? Weil wir leben ja mit unseren Freunden nur, weil wir die so gut kennen und weil wir wissen, was wir weiterleiten können. Wenn wir jetzt irgendwie an den Punkt kommen, wo wir einfach wahllos alles nur noch weiterleiten und auch gar nicht mehr überlegen, wem sagen wir was und dann haben wir bald keine Freundschaften mehr. Oder vielleicht kommt es denn ganz oft nicht zu einer Connection und dann denken wir, die Welt läuft so und dabei ist es einfach nur unsere falsche Kommunikation. Right? So, ich freue mich. Falls ihr sagt, ihr wollt selbst mal starten mit irgendwas, sagt mir Bescheid, lasst es mir unten in den Kommentaren und ich supporte gerne mit Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, am liebsten Twitter und YouTube, weil das sind die stärksten Plattformen meiner Meinung nach. Right? Und deshalb hätte ich gesagt, wir sehen uns in einer neuen Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Macht es gut, meine Freunde.